Hallo, heute mit einem Handyvideo ganz schnell. Ich heize meinen Whirlpool mit einer Wärmepumpe und mit Solaranlage. Und wie ich das Ganze mache, das wollte ich euch jetzt einmal zeigen. Ich habe den Intex Bubble und Jet mit Salzwassersystem in meinem Gartenhaus stehen und mir waren natürlich die Stromkosten nach einer Zeit einfach zu teuer, weil ich den natürlich am liebsten jeden zweiten Tag nutze. Und deswegen habe ich mir hier solch eine Anlage angeschafft. Ich heize meinen Whirlpool mit dieser 500 Watt Wärmepumpe, die über eine FlowClear 40 Watt Pumpe gespeist wird. Das Ganze habe ich hier über zwei Schläuche, die ziehen das Wasser auf der einen Seite raus und leiten es auch wieder hinein. Das ist der einzige, sage ich mal, bauliche Unterschied, den man hat an der Anlage. Der Vorteil, den das Ganze jetzt mit sich bringt, ist, dass wir statt 2000 Watt nur noch 500 Watt Stromverbrauch haben. Das Ganze kann man über eine Solaranlage, ich habe ja auch eine Plug-and-Play Solaranlage auf meinem Dach, die 600 Watt bringt. Somit habe ich umgerechnet gar keine Stromkosten mehr. Das ganze System hält sich von selber und man hat wirklich, man hat sich so eine Anlage, die hat mich jetzt 400-500 Euro gekostet, spart man sich entspannt 200 Euro Strom oder mehr im Jahr, je nachdem wie lange und wie oft man seinen Whirlpool beheizt. Und das kann ich wirklich jedem nur ans Herz legen, sich solche eine Anlage vielleicht mal anzuschauen. Ich werde unten in der Videobeschreibung verschiedene Anlagen, die ihr bei Amazon bestellen könnt, mal reinpacken, dann könnt ihr euch das ansehen. Ist auf jeden Fall top geeignet für Whirlpool-Größen.